Hallöchen und willkommen im Jahr 2018, der 1. Januar, ganz frisch sind wir hoffentlich alle ins neue Jahr gekommen, gut reingerutscht, ohne Zwischenfälle, ohne Schwierigkeiten oder Blessuren, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid alle bunter und gut drauf und seid gespannt, was das Jahr 2018 bringt, vor allem auch hier, wenn wir mal im Bereich Gaming bleiben, bei Elite Dangerous. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. So, und hier geht es jetzt weiter mit dem Händler-Account. Ganz normal, erstmal, wir schicken das Schiff erstmal wieder weg. So. Das ist voll, da ist eine Rettungskapsel drin, da ist Mosainit drin und da ist irgendwas anderes drin. Ich hatte drei Sachen reingepackt, ne? Ja. Gut, weiter geht's auf Warensuche. 17 Waren brauchen wir noch, dann ist das Schiff voll. Und die finden wir schon noch irgendwie in der Hoffnung, dass uns keine Piraten diesmal abknallen. Hoch mit dir. Ah, verdammt. Okay, dann halt eine Drehung. Ein kleiner Hügel im Weg. Okay, da kommt das nächste Signal. Da irgendwo. Na, nicht in. Nee. Doch, weiter. Da, irgendwo in der Richtung. Ich hoffe ja so ein bisschen auf Taffeid. Oder Palladium halt sowas, ne? Gerade Taffeid irgendwie um die 20.000. Ich weiß bis heute noch nicht mal, was Taffeid ist. Müssen wir mal gucken, wenn wir das verkaufen. Was da als Information da steht. Oder so ein, ja, mein Gott, so ein paar Container Niedertemperatur-Diamanten würde ich jetzt auch nicht verschmähen. Aber ich glaube, sowas findet man auf Planeten. Oh, jetzt ist das Signal wieder weg. Okay. Ich glaube, sowas wie Painit und Niedertemperatur-Diamanten findet man nicht auf Planetenoberflächen. Zumindest habe ich noch nie welche gesehen. Ah, doch, ich glaube weiter rechts. Da kommt wieder was. Aber auch die Sachen kann man leichter bekommen, als sie selber abzubauen. Zum Beispiel halt einfach in so einem System, in dem Bergbau gemacht wird und wo es dann halt auch vereiste Ringe gibt, einfach große Händler mit T9s oder so rausziehen. Die haben dann schon immer mal solche Sachen dabei. Gut, da kommt das nächste. Geht auch, also eigentlich geht es auch recht fix, ne? Es tauchen dann schon, weiß ich nicht, alle paar Kilometer, alle paar wenigen Kilometer wieder neue Stellen auf, wo man dann einfach wieder Sachen einsammeln kann. Müssen wir mal mit dem T9 machen. So 500 Tonnen. Einfach einsammeln mit dem Buggy. Ich glaube, das dauert zu lang. Dann lieber mit Bergbau voll machen. Da, hier gibt es eine rote Zone. Jadeid, oder war das Jadeid und nicht Taffeid, was ich meinte? Nee, aber Jadeid war auch schon recht gut dabei. Bösen Drohnen. Wie gesagt, ich möchte die eigentlich gar nicht abschießen. Was haben wir denn noch? Taffeid. Oh ja, geil. So, dann hole ich mal mein Schiff wieder ran. Ja, die brauchen schon ein paar mehr Sekunden, bis die einmal angreifen. Taffeid. Geil. Geil. Freue ich mich sehr. Wenn wir das noch ein paar Mal finden. Huiuiuiui. Dann sind wir da recht schnell beim T6-Transporter. So, wo kommt's denn? Ich habe auch gesehen, Container Gold war noch dabei. Genau, lande doch einfach so, dass du beim Landen die paar Drohnen da zerquetscht. Ui, da hat aber jemand eilig zu landen. Jetzt landet der da hinten oder was? Oh.
Okay, das Schiff hole ich näher ran. Das ist mir wirklich zu weit weg jetzt. Das ist ja albern. Flieg doch nochmal halb um den Planeten drumherum. Verstehe ich manchmal nicht, ne? Gerade hier bei so einer Ebene, da hätte das Schiff viel, viel näher dran parken können. Sag mal, wenn es so 200, 300 Meter entfernt ist, okay, aber manchmal über einen Kilometer. Muss ich dann auch nicht haben, da fliege ich es dann doch ein paar Meter ran. Na, da. So, gut. Genau, können wir direkt reingehen. Boarding beim Boarding, wer das vielleicht noch gar nicht kennt. Wenn man Waren im Buggy dabei hat und man beginnt das Boarding zum Schiff, werden die Waren automatisch in den Frachtcontainer des Schiffes übernommen. Und wenn man dann mit dem Buggy aussteigt oder wieder rausgeht, ist der Buggy automatisch geleert. Also ich habe jetzt hier die Waren hier drüben direkt drin. So, dann müssen wir nach rechts fliegen. Da, da sind die Buggy-Spuren, die habe ich gesucht. Vielleicht hier drüben. Hier sieht es eigentlich recht gut aus. Na doch, ein paar Meter noch. Und weiter. Mal schauen, Gold lag noch eine Tonne rum, wenn ich mich nicht versehen habe. Aber was noch dabei war, das konnte ich nicht mehr sehen. Ah, Mossainit ist nochmal dabei. Okay, ich habe vorhin alle so ein bisschen auseinander gekegelt. Da hinten liegt der Rest. So, was haben wir da? Unterhaltungselektronik, Resonanzbegrenzer. Weiß jetzt gar nicht, was die wert sind, die Dinger. Na doch, obwohl, können wir eigentlich auch mitnehmen. 5000, 6000 vielleicht. Das ist okay. So. Rüber, wunderbar, halt. Und den Rest. Das war die Unterhaltungselektronik. Oh. Gut, jetzt habe ich's. Unterhaltungselektronik, ja, wunderbar. Können wir auch mit dem. Aber da, das müsste das Päckchen Gold noch sein, oder? Ach nee, das muss doch nicht. Wo war denn das? Oder hatte ich da schon eingesammelt Gold? Hatte ich das Gold schon drin? Nee. Glaube nicht. Doch, tatsächlich. Das war schon drin. Ey, super. Da sind wir schon halb voll und haben da etliche gute Sachen dabei. Sehr schön. Gut, Schiff, du bist endlich... Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Dachte, das zieht mich jetzt mit rein. Ja, wunderbar. Dann können wir direkt weiterfahren. Okay, das hat sehr gut geklappt. Ich glaube auch, die Wachdrohnen, die hatten früher mal eine etwas kürzere Zündschnur. Das heißt, du warst da kurz in dem Bereich drin und dann hatten die relativ schnell angefangen zu schießen. Aber hier... Das ging ja wirklich ohne Probleme, dass ich da jetzt mal ein paar Sekunden verweilen konnte, ohne dass die mich angreifen. Bin ich sogar ganz froh drüber. Und bisher zumindest haben wir noch keine Piraten hier gesehen auf dem Planeten. Ich weiß gar nicht, was es hier auf dem Planeten für seltene Materialien gibt. Muss ich doch direkt mal schauen. Tellur, Wolfram, Molybden und Germanium. Tellur, ja. Wolfram, ja. Alles Sachen, die man gerne, sehr gern sogar mal mitnehmen kann.
Ausbiss. Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn dabei? 19 erst. Ja. Super, wunderbar. Haben wir 12 Eisen mehr, sind wir bei 31. Spitze. Gut, und dann auf die nächste Stelle. Also wenn man wirklich Glück hat, hier beim Fahren über die Planetenoberfläche und so Waren einsammelt, kann man sogar ungefähr denselben Profit in derselben Zeit machen, wie wenn ich halt so Waren von A nach B transportiere. Zumindest jetzt noch mit der kleinen Adder. Da könnten wir halt pro Flug, der ungefähr 10 Minuten dauert, ich sag mal so um die 50.000 Profit machen. Wenn ich hier in 10 Minuten, sprich einfach mal 4 Tonnen von irgendwas Wertvollem finde, die so zwischen 10.000 und 20.000 bringen, bin ich sogar noch ein bisschen besser. Gut, ich muss dann wieder zur Station zurück, klar. Aber so zeittechnisch, profittechnisch ist das jetzt ungefähr relativ gleich. Wenn man natürlich irgendwo mal eine Ladung Palladium findet oder halt nochmal mehr von dem Taphit, wäre auch super. So, komm, ist da was Seltenes drin? Ich piek's jetzt bloß mal an, gucken, ob was Seltenes mit dabei ist. Ah, guck mal, da kommt schon das nächste. Wobei, ich fahre gerade Richtung Sonne, Richtung Stern. Ich hoffe, das ist nicht die gleiche Stelle von vorhin. Das finden wir raus. Komm, dreh dich mal. Oh, hier drüben ist ein metallischer Meteorit, den nehme ich mal mit. Ich glaube, das ist einer. Jo, ich glaube, davon steht er schon. Jo, jawohl. Ist auch nur einer, ne? Manchmal hat man ja das Glück, dass dann so direkt drei in so einem Dreieck angeordnet beieinander stehen. Sehr schön. Wolfram und Germanium wenigstens mal. Ich glaube, Wolfram ist auch neu. Guck mal, sind wir wieder im Explorer rangestiegen? Nee, aber auf 88% hat der sich schon verbessert. Der war noch in der letzten Folge bei 80%. Was haben wir da für eine Nachricht bekommen? Ach, guck mal. Aha. Hallo, ALP, der Händler. Anderen Forschern helfe ich immer gern. Ihre Galaxiekarte wurde ein Marker meines Standortes hinzugefügt. Statten Sie mir also einen Besuch ab und lassen Sie mich sehen, wie ich Ihnen helfen kann. Felicity Farsier. Sehr gut. Die Einladung der Ingenieurin. Und zwar können wir die ganz gut gebrauchen, denn die kann natürlich auch die Frameshift-Antriebe. Und die braucht halt leider nur eine Meta-Legierung. Die kriegen wir auch. System Maya, M-A-I-A, und dort auf der Bodenstation Darnells ProQuest, da gibt es immer mal eine Tonne noch zu kaufen, wenn man da landet. Also da hat man schon noch Glück, dass man das dort einfach mal kaufen kann. Kostet so um die 90 bis 100.000 Credits, eher so um die 90.000. Okay, sehr schön, dann hätten wir die sogar schon mal freigeschaltet. Wie weit wäre die denn weg? Da, Dekiat. Ja, doch, das ist schon eine Ecke. Das ist ja super. Das ist wirklich spitze. Da könnten wir ja dann schon uns vielleicht sogar mit dem T6 doch schon dann in die Richtung machen. Also nicht direkt, wenn wir den haben, aber so kurz danach, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen Geld schon durch Bergbau gesammelt haben. Wie gesagt, der kriegt direkt die Bergbauausstattung für knapp 1,4 Millionen.
Ein bisschen weniger vielleicht im Chinesen. Moment. Kann es sein, dass in einem System ein Planet ganz anders bezeichnet wird als der Rest? Im System Hau mich blau. Keine Ahnung. Ah, na gut. Ist das möglich? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, ob da wirklich, ob das anders lauten kann oder. Boah, ich kram gerade in meinem Kopf rum. Ich war gestern auch mit dem Explorer-Account oder vorgestern für euch jetzt schon eine Weile noch unterwegs. Das weiß ich jetzt gerade selber gar nicht. Da hinten, da kommen schon wieder die Waren. Kann natürlich sein, dass das Schiff vorhin, weil da Drohnen war, mit Absicht ein bisschen weiter weg geparkt hat. Mal schauen, wenn hier. Ah ja, guck mal, hier schon wieder. Ui, das ist aber weit. Oder kommt mir das bloß so vor? Taphit, Palladium, Platin, Jadeit. Ne, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Geil. Das hier ist die fetteste Ausbeute. So, nochmal kurz raus, dann die zweite Tonne mitnehmen. Ich kann aber schon mal das Schiff widerrufen. Geil. Nice. Oh ja. So, was haben wir hier? Palladium, nehmen wir direkt das mit. Geil. Okay, das ist echt eine super Stelle. Wenn wir dann noch einmal so eine finden. Halleluja. Schiffchen. Da kommt's. Ja, ne, okay, geht. Hier ist es nicht ganz so weit weg. Das hält sich noch im Rahmen, das kann ich fahren. Oh, hier, guck mal. Beförderung zum Rang Speer als Erkunder. Tatsächlich. Kleinhändler 6%. Juhu. So, hier konnten wir ja fast alles mitnehmen, ne? Nervengas, weiß ich jetzt nicht. Oh, da ist auch noch mal eine Rettungskapsel. Und Platin. Nice. So, und dann sind es noch Nervengas. Oh, Schildsensoren als Material und besetzte Rettungskapsel. Gut, fahren wir dann noch einmal her, laden die restlichen zwei Sachen ein, nehmen die Schildsensoren mit und dann. Ja, denke ich, fehlt eigentlich nur noch eine Stelle. Und wenn wir da auch noch mal so ein paar Sachen einsammeln können, dann hätten wir den Frachtraum voll. Geil, ey, Platin. (lacht) 13, 14, 15. Jo, ich gehe mal in das rechte Menü rüber. Ich weiß nicht warum, wenn ich dann hier beim Frachttransfer war. Und nochmal. Und die Schildsensoren liegen ja drüben rum. Da. Zack, auch die nehmen wir mal mit. Neues Material. Zählen die Teile auch als
Erkundungsrang? Die Schildsensoren, die ich jetzt eingesammelt habe? Weiß ich gar nicht. Oh, Nervengas bringt auch viel. Halleluja, auch über 13.000. Okay. Sehr gut. So, Schiffchen. Dann hau mal wieder ab und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Adios. Gut. Ja, da haben wir alles leergeräumt. Dann fahren wir hier einfach weiter in die Richtung. Wir sind... Das interessiert mich gerade, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Moment. Handel, Abbau, Erkundung. 63 Kilometer bisher gefahren mit dem Buggy, also gar nicht so viel. Auf dem Hauptaccount sind es, glaube ich, 2000 Kilometer mittlerweile. Und auf dem Explorer-Account auch schon ein paar hundert. Wird's hügelig rechts. Ich fahr mal dahin in die Richtung. Na komm schon. Huch, das war ein bisschen unsanft, aber immer noch 94% Hülle. Das lief schon anderweitig deutlich schlechter, war der Buggy schon fast kaputt. So, na komm schon. Irgendwo, da vielleicht, nee, taucht noch nichts auf. Halt cool, wenn wir jetzt noch den Rest finden würden. Also halt einfach nochmal den Frachtraum voll machen. Und dann würde ich noch zurückfliegen und das direkt verkaufen hier in der Folge. Noch nicht. Noch nichts. Dürfte aber nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Och, komm. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Ein kleiner, fieser Stein. Oh, da oben. Nanu? Ui, das ist... Nee, das... hä? Was ist denn das für eine Markierung? Ganz unten und ganz oben, oder was? Moment mal, da müssen wir mal näher ran. Hä? Seht ihr das unten auf dem Radar? Ganz leicht, ganz unten und oben so die drittvorletzte, viertvorletzte Reihe. Was soll das denn sein? Nanu? Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ein Neujahrsfundstück vielleicht. Ich glaube, da hinten sehe ich was, oder? Im Horizont? Ja. Mhm. Eine kleine Siedlung gefunden, oder was? Oder ist das so eine kleine Bergbaustation? Ha! Mit Geschützturm. Ja, da wird so ein bisschen was abgebaut.
aber da findet man tatsächlich, zumindest bisher, sind da meine Erfahrungen so, dass man da nicht so wahnsinnig Wertvolles findet. Kann aber trotzdem diese Dinger, die hier da, ui. Die da, die automatischen Minengeräte, von denen ich hoffe, dass man die selber irgendwann mal abstellen kann, was schon sehr geil wäre. Die kann man abschießen und da erhält man dann manchmal auch Material oder irgendwas draus. Weil so liegt hier, glaube ich, nichts rum, wenn ich einfach mal schnell durchfahre. Seht ihr das? Es sieht ganz geil aus, ne? Fahr mal kurz raus aus der Zone. Muss mal ein Foto machen. Hab schon einen neuen Fotoordner für 2018 jetzt angelegt. Okay, ich lasse das mal in Ruhe, weil ich vermute fast, wenn ich auf so ein Minengerät schieße, dass dann alle anderen auch auf mich schießen. LTT 9360. LTT kann ich wahrscheinlich nicht reinschauen. Oh, das ist sogar hier. Ach, okay. Ach, guck mal, da ist er. Wird er mir sogar angezeigt. Okay. Naja, das... Okay, die Planeten werden dann aber auch mit LTT angegeben, wie das System. Aha. Vielleicht... Ist das vielleicht ein Stern, den man in der Realität auch bei uns genau kennt und deswegen den hier so beziffert? Wäre das möglich, dass das damit wieder mal zusammenhängt? Krass, okay. Weiß echt nicht, warum das so ist, also... So, pass mal auf, ich schieße das jetzt mal an. Wenn mich alle anderen angreifen, dann mache ich mich ja ganz schnell vom Acker. Huch. Hallo. So, da hat ein Minenfragment Uraninit fallen lassen. Uraninit, ja, das würde ich direkt mal hier entwerfen. Da fliegt es wieder raus. Gut, nee, kommt. Lasst uns weiter. Schöne Sache, aber da finden wir jetzt keine schönen, wertvollen Sachen, die ich gern hätte. Gut, ich glaube, sonst wird das vielleicht doch wieder zu lang, wenn es jetzt wieder länger dauert und dann noch zurückfliegen und verkaufen. Wir machen einfach hier beim nächsten Mal dann weiter. Und damit danke ich mich bei euch bis hierhin fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.